Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Crunker. Ich war gerade so stolz auf diesen Abschluss. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Crunker spiele seit Monaten. Und ich mache einfach einen Hit. Ich muss erstmal wieder lernen, wie man dieses Spiel spielt. Bin ich überhaupt mit Leuten in der Runde? Ja, ich bin mit Leuten in der Runde, okay. Gut, ich habe jetzt sehr lange keinen Crunker mehr gespielt. Habe dementsprechend auch keinen Plan mehr, wie mir das geht. Also ich weiß noch, wie es geht, natürlich. Das ist einfach nur ein Shooter. Aber hier dieses Slide-Hoppen, das muss ich wieder lernen. Aber kriege ich gerade ganz gut hin eigentlich. Ach, komm schon. Ich denke mir so, oh, den hole ich mir jetzt noch. Und dann kommt von hinten einfach zwei. Und ich bin gerade wirklich zu blöd. Und das Scopen hat eben lang gedauert. Ach so, weil ich nachgeladen habe. Okay, das muss ich alles noch lernen. Das war ein Headshot. Yeah. Okay, ich komme da wieder rein. Falls ihr Crunker gar nicht kennt, dann verpasst ihr euer Leben. Oh, von hinten. Ich muss hier irgendwie reinkommen. Von allen Seiten kommen Leute. Jetzt kommt mal niemand von da. Jetzt kommt aber von da. Oh Gott. Okay. Darf ich bitte jetzt mal woanders spawnen? Okay, das ist auch blöd, weil jetzt bin ich ja genau da, wo der hinläuft. Immerhin konnte ich abstauben. Und dann... Oh Gott. Das mit dem Scopen. Ich muss das alles noch lernen. Aber ich komme da rein. Ich krieg das hin. Oh. Na gut. Na gut. Das war meine erste Runde. Die erste Runde war nicht so töfte. Wie sieht's aus? 5 Kills, 7 Tode. Richtig schlecht gelaufen. Aber... Wie gesagt, meine erste Runde seit langem. Ich wähle Burg aus. Burg habe ich lange nicht mehr gespielt. An die Map erinnere ich mich wenigstens. Aber ich komme da auf jeden Fall wieder rein. Weil, also, was ich sagen wollte, wenn ihr Crunker noch nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ist ein kostenloses Browser-Game. Das könnt ihr aber euch aber auch bei Steam runterladen. Ich habe es bei Steam runtergeladen. Weil, wenn ich es jetzt hier bei Steam habe, wird es halt nicht mehr im Browser gehostet. Und ich habe das Problem bei Videospielen, bei Shootern, habe ich meine Steuerung immer so, dass ich auf meiner Daumentaste sneaken habe. Und Knifen habe ich auf... oh, das macht auch keinen Sinn, wenn er so macht. Aber egal. Knifen habe ich trotzdem immer auf einer anderen Daumentaste. Und wenn ich diese Tasten halt im Browser drücke, dann wechselt er den Tab. Dann geht er halt eine Seite zurück. Und das hat zwar funktioniert im Browser, aber manchmal hat es auch nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann war ich einfach aus dem Crunker-Game raus. Und das war auch blöd. Aber man kann so schnell sein, wenn man Slide hoppt. Und man kann so schlecht sein, wenn man daneben schießt. Okay. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe mich jetzt sehr oft töten lassen, nichts gerissen. Habe ich gerade meinen Mate angeschossen? Geht nicht, ne? Gut, mein erster Kill. Jetzt muss ich einfach nur die Streak am Leben halten. Einmal kurz nachladen. Man weiß ja... Ich bin da noch so blöd und schieße auf diese Dummies. Ist das Team irgendwie unausgeglichen? Wo sind denn die Gegner? Da sind die Gegner. Und ich bin über seinen Kopf rüber gesprungen. Und natürlich habe ich mich wie so ein Idiot umgedreht. Ich glaube, man darf sich in dem Spiel einfach nicht umdrehen, sondern muss einfach immer weiter Slide hoppen. Wenn man an jemanden vorbeiläuft, oh Gott. Wenn man an jemanden vorbeiläuft und dann einfach weiter Slide, dann wird er einem auch nichts tun. Oh Gott. Ich habe mich darauf verlassen, dass der... Hallo? Wo ist er hin? Oh, jetzt hatte ich wieder einen Lag. Guck mal, der ist einfach weiter geslidet. Und jetzt kam von jemand von hinten. Ich glaube, ich wechsle mal die Server. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie Leute rumfliegen sehen. Einfach nur mal, um sicher zu gehen. Gehen wir mal Frankfurt Quick Join. Darauf hätte ich jetzt nicht wirklich Lust, dass jemand hackt. Und nächste Runde startet in 10 Sekunden. Na gut, dann werden wir wohl die 10 Sekunden warten müssen. Auf jeden Fall, spielt er eigentlich auch Crunker. Ich meine, die meisten meiner Zuschauer spielen halt viel Roblox. Manche haben vielleicht noch nie von Crunker gehört. Aber Crunker sollte euch eigentlich ein Begriff sein, dass... Ist zumindest ein Spiel, das sich gut eignet, zumindest gut anbietet, wenn es, oh Gott, wie stelle ich mich denn an? Ich sollte vielleicht nicht Sniper spielen, wenn ich gerade nicht eingespielt bin, aber wenn ich nicht Sniper spiele, dann spiele ich mich auch nicht als Sniper ein. Also selber schuld. Selber schuld, dass ich mich nicht vorher eingespielt habe, bevor ich aufgenommen habe, aber ich möchte ja real sein. Ich muss eigentlich hier hinziehen. Nein, muss ich doch nicht, ich bin ein Idiot. Hey, wie schnell hat er mich denn geholt mit der Machine Gun? Uiuiuiui. Ich wollte gerade sagen, ich müsste eigentlich dorthin ziehen, wenn der um die... eine Ecke rum Slide hoppt. Bitte, ich war gerade am Nachladen. Okay. Merke dir für die Zukunft, Conny, lade einfach nicht mehr nach. Hör auf nachzuladen. Dieser blöde Battlefield-Reflex, den habe ich ständig. Diese blöden Battlefield-Reflexe, dass ich immer nachlade, nachdem ich jemanden gekillt habe, macht gar keinen Sinn, weil dann kommt direkt der nächste Gegner und wenn du nachlädst, bist du aufgeschmissen. Das muss ich gar nicht capturen, ne? Das muss ich nur defenden, okay. Ich krieg das schon noch hin. Auf geraden Flächen kriege ich mit dem Slide hoppen hin. Auf nicht so geraden Flächen eher nicht. Boom. Das war schön gecampt. Schön Hardscope Camping. So muss das. Nein, ich... Oh Gott. Okay, okay. Nein. Oh, ich habe gerade wieder nachladen gedrückt. Ich wollte sagen, jetzt kann ich nachladen. Ich habe mir eben die Mühe gegeben, nicht nachzuladen. Und trotzdem braucht man, bis der zweite Schuss kommen kann. Weil man repetiert. Na gut. Ich würde gern schneller schießen können. Aber ich glaube, die Option habe ich... Oh Gott, wo kommst du denn her? Die Option habe ich, glaube ich, gar nicht.
Okay, ich stelle mich gerade richtig dumm an, aber ich sag euch, ich war früher der übelste Profi in solchen Shootern. Oh Gott, wie hat der denn gespielt? Gut, haben wir einfach wieder diesen und... Oh Gott! TP't sich einfach da rein, habt ihr das gesehen? Der war auf einmal da! Der ist nicht mal um die Ecke gekommen, der war da einfach da. Warte, wo kommst du? Ich bin irgendwie blind. Ich dachte gerade, okay, ich gehe meinen Mates hinterher. Auf einmal wurde ein Mate für mich zu einem Gegner. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für FPS-Shooter. Ich krieg gar nicht mehr mit, was passiert. In meinen Augen teleportieren sich die Gegner einfach und das war's. Und von hinten, dieser Set Main, der ist aber auch immer instant überall, ne? Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hier in Deckung gehen kann, wenn jemand von irgendwo kommt. Das ist ein blöder Ort, um zu chillen, oder? Ach, egal. Ha, er hat mich trotzdem nicht gesehen und er hat mich trotzdem geholt. Digga, was ist das für einer? Vielleicht sollte ich doch mit der Shotgun spielen, einfach nur, um mich schneller zu gewöhnen. Aber ich könnte auch versuchen, einfach nützlich zu spielen und immer die Flaggen einnehmen. Wenn ich die Flaggen einnehme, dann können wir uns trotzdem den Sieg holen. Hauptsache, ich bin ein hilfreiches Teammitglied, ne? Okay, das war eben... Hui, warum habe ich einfach ins Nichts geschossen? Okay, weiter geht's. Nächste Flagge einnehmen. Oh, ich muss nachladen. Bro, lass mich doch nachladen. Du hast doch gesehen, ich habe 3 Schüsse gebraucht. Victory! Yeah! Ich habe zwar schlecht gespielt, aber wir haben trotzdem einen Sieg geholt. Und ich bin... Ey, ich bin immerhin im Mittelfeld. Immer noch eine negative KD. Aber komm schon, wen juckt's? Ein paar Flaggen eingenommen, hab ein paar KR verdient. So soll das sein. Sub-Zero ist so eine Map, die mag ich gar nicht. Warum will ich sie dann? Last World ist Last World. Ja, ich glaube, Last World sind diese komischen Tempel. Ja, sind die. Keine Ahnung, was ich von der Map halten soll. Ich habe hier immer noch nicht so genau den Überblick und ich bin gerade so schnell. Oh Gott. Hat Krunker irgendwie geupdatet, dass Slidehoppen noch einfacher ist und noch mehr Boost gibt? Oder kommt mir das nur so vor? Boah, da muss ich ja mittendrin einfach mal aufhören. Weil, hallo? Ah, endlich, meine Nemesis getötet. Oh Gott. Oh Gott, ich habe immer eine positive KD. Ich habe immer eine positive. Oh, und weil die Leute Slidehoppen, sind die so schnell weg, dass man... Oh Gott, dass man es einfach gar nicht mitbekommt. Beziehungsweise, wenn ich da jemanden langlaufen sehe, dann ist es einfach schon zu spät. Ich kann den gar nicht mehr hinterher, weil die alle so am Slidehoppen sind. Das heißt, du musst halt mitmachen in dem Spiel. Ein Spiel, in dem man schnell ist. Aber man muss sich halt auch aufs Laufen konzentrieren. Guck mal, den erreiche ich nie wieder und ich bin gestorben. Warum mache ich das? Warum springe ich da rein? Das war's dann mit meiner guten KD. Hallo? Der dreht sich nicht um. Oh. Oh, das war... Oh. Reflexschüsse muss ich auch noch lernen. Ich habe so lange keine Shooter mehr gespielt. Das ist unfassbar. Hä, hat er ges... Stand der da einfach nur? Aber das war früher eigentlich auch. Früher war Krunker ein richtig geiles Spiel. Weil Krunker war halt ein Browser-Game. Das haben die Kinder immer in der Schule gespielt an diesen schlechten Schul-PCs. Oder das haben irgendwelche Leute auf ihrem Tablet oder so gespielt. Keine Ahnung, bei ihrer Oma auf dem Laptop. Und dementsprechend konnten die gar kein gutes Aim haben, weil man ist halt total eingeschränkt. Vor allem, wenn man so auf dem Laptop spielt oder so. Dementsprechend waren die meisten Gegner halt richtig schlecht. Man selbst war dementsprechend richtig gut. Aber inzwischen gibt es halt genug Leute, die Krunker den ganzen Tag suchten. So, dass es jetzt kompetitiv geworden ist. Was soll man machen, ne? Oh Gott. Der stand da nur rum. Ich hätte ihn sowas von easy holen können. Stattdessen denke ich mir, nö, ich ziel einfach irgendwie neben ihn. Komm schon, Conny, das kannst du besser. Das hätte ich auch viel besser gekonnt. Aber immerhin habe ich einen Kill abstauben können. Und er hat mich geholt. Airhorn? Er hätte mich gekillt. Okay, keine Ahnung, wer mich gekillt hat. Wir gehen jetzt einfach mal lang und... Schießen daneben, 2-mal, 3-mal daneben geschossen. GG, und dann kommt von hinten jemand, während ich nachlade. Damit hätte ich rechnen müssen. Okay. Ich glaube, die Taktik momentan, wenn alle Krunker-Spieler solche Profis inzwischen sind, ist es wirklich die ganze Zeit zu slidehoppen. Wenn man von hinten angeschossen wird, nicht so wie ich gerade einfach umdrehen, sondern einfach weiter slidehoppen, dann entkommt man den Gegnern schon. Und wenn ich denen dann entkomme, dann einfach hoffen, dass man mal in jemanden reinläuft und... dieses Duell gewinnt, aber er... Ich glaube, der hat eine Shotgun, ne? Und mit der Shotgun war es eigentlich ziemlich easy im Nahkampf. Oh nein. Ich dachte, da unten ist jemand langgelaufen und ich wollte ihm hinterher, aber nein, der ist ins Wasser gesprungen und ich bin ihm einfach hinterher ins Wasser gesprungen. Hallo? Hallo, Bro? Was war das denn? Das sind die Krunker-Spieler, die ich vermisse. Damals, als ich angefangen habe, Krunker zu spielen, waren alle so. Man hatte so viele lustige Momente mit Krunker-Spielern. Ah, ich vermisse Guests. Natürlich, jeder siebte Guest war dann auch immer ein Hacker. Aber was soll man tun? Ne? Aber das sind die entspannten Leute, die auf einen schießen, die nicht treffen und die sich einfach abknallen lassen, weil sie nicht mal slidehoppen. Oh, das vermisse ich. Also falls jemand von euch noch aktiv Krunker spielt, könnt ihr mir sagen, ob solche Lobbys hier eher die Regel sind, ob es immer noch viele Lobbys gibt, in denen es schlechte Leute sind oder ob es jetzt
alles total durchgeschwitzt ist, ob man überall Leute trifft. Ich meine, jetzt hatte ich schon wieder eine negative KD. Früher habe ich in Kranker immer rasiert. Ich hatte immer 30 Kills, 2 Tode oder so. Die Zeiten sind vorbei. Aber jetzt gibt's halt auch andere Spieler, die was drauf haben. Ah, keine Ahnung, Kranker ist trotzdem immer noch ziemlich erfrischend. Na, dann gehen wir mal wieder rein. Daneben geschossen, nachladen, nachladen. Oh, oh. Oh, nachladen, 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 nachladen. Ach, oh Gott. Ich habe gerade überlegt, was mache ich mit ihm? Was mache ich mit ihm? Wie konnte ich mich so dämlich anstellen? Okay. Einfach hier lang. Einfach gucken, wo der nächste Gegner kommt. Und da ist wieder so einer. Wenn die einen Skin haben, dann weißt du schon, okay, Bro, den treffe ich nicht. Pew, 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 hat er gemacht. Mit der Shotgun hätte ich ihn vielleicht getroffen, aber ich will ja mein Aim trainieren. Ich habe so lange keine aim-intensiven Spiele mehr gespielt. Ich habe einfach kein Aim. Und das hätte ich jetzt treffen können. Der ist nämlich nicht zu weit jetzt hin und her. Diesmal hätte ich ihn kriegen können, aber das war einfach nur mein schlechtes Aim. Oh, ein Krunker-Punkt. Abschuss bestätigt ist das. Okay. Dann werde ich mal ein paar Abschüsse bestätigen. Ah, von da oben kommt safe jemand. Erstmal nachladen, damit ich wieder vorbereitet bin. Und jetzt kommt jemand von da unten. Und jemand ist dort und taggt was ran. Hallo? Nee, doch nicht. Hallo, wo sind die Gegner? Ach, da. Oh, Revolver, One-Hit. Waren Revolver nicht früher Two-Hit? Aber wenn Leute Revolver spielen... Also, das waren früher immer die Hacker. Aber ich glaube, der ist kein Hacker, weil sonst hätte er mich jetzt schon öfter getötet. Und ich ihn noch nicht getötet. Ich meine, zwischen uns steht es ja jetzt irgendwie 2-2. Das passt. Ich glaube nicht, dass der Hack, der ist einfach nur ein Suchti. Der schwitzt einfach nur. Oh Gott. Ich find's immer schade, wenn ich beim Slidehoppen verkacke und dann auf einmal langsam bin. Oh Gott, wie schnell bist du denn? In dem Moment, guck mal, wie lang man scoped schon ziemlich schnell rein in Kranker und trotzdem ist einfach schneller durch mein Bild gesprungen, als ich scopen konnte. Das nenne ich auch mal eine Leistung. Oh Gott, Rocket Launcher. Dankeschön, Bro. Ballert mir einfach einen Rocket Launcher rein. Ehrenmann. Und da ist er nochmal. Der war immer noch angehittet von mir. Okay, jetzt bitte kein Rocket Launcher mehr. Lauf extra in die Richtung, dass wir uns nicht mehr entgegenkommen. Es sei denn, er hat seine Richtung geändert. Es sei denn, ich verkacke das Slidehoppen jetzt die ganze Zeit. Guck mal, er ist kein Hacker. Er hat jetzt schon wieder daneben geschossen. Und hätte er nicht daneben geschossen, hätte ich gar nicht gesehen, dass er hinter mir ist. Es sei denn, er hat einen Hack, der mit Absicht daneben schießt. Digga, ich kann dem zwei... drei Hits habe ich dem gedrückt. Ich habe den drei Sniper-Schüsse gedrückt. Dude, das ist ein richtiger Sniper-Counter. Und kann man... Nee, man kann auch mit dem Rocket Launcher nicht so spammen, oder? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Kann man... Nein, kann man mit dem Rocket Launcher so spammen? Klaas? Rocketeer? Keine Ahnung, nehmen wir einfach mal den rein. Dann muss ich ja mal sterben. Please, töte mich. Als ob ich dem jetzt einen Headshot drücke. Ah, jetzt kommen die Reflexschüsse wieder hoch von früher. Ah, das ist auch so eine Sache. In Krunker musst du gar nicht... Wenn du in jemanden drinne stehst und mit der Sniper schießt, dann musst du ihn nicht treffen. Die, Lag-Korrektur, diese automatische Lag-Korrektur, die Krunker eingebaut hat. Dankeschön, dass du mich gekillt hast. Jetzt kann ich endlich wechseln. Diese automatische Lag-Korrektur hier in den Settings, wenn man hier nach unten scrollt, das hier, Lag-Minimierung, das sorgt dafür, dass du immer den Kopf triffst, wenn du mit der Sniper in jemanden drin stehst. Und wir haben verloren. Och, Mensch. Ja, ich wurde ziemlich häufig gekillt in dieser Runde. Ich will jetzt aber mal gucken, ob man mit dem Raketenwerfer wirklich so spammen kann. Und keine Ahnung, Sub-Zero oder so. Jetzt lass uns einfach mal weiterspielen. Ich will nicht so lange warten. Ich hab's doch verstanden. Wir haben ein Leaderboard. Hallo? Oh, das ist jetzt Only Pistol. Serverwechsel. Serverwechsel, Frankfurt, Quick Join. Ich will jetzt Rocketeer ausprobieren. Ich will gucken, ob der wirklich inzwischen so OP ist oder ob der Typ gehackt hat. Was? Als ob. Als ob man das machen kann. Das ist doch nicht legit. Das ist doch nicht legit. Was? Okay, was aber auch nicht legit ist, wie schlecht ich gerade hier Lighthoppe. Und der hat einfach so mit einem HP überlebt. Schade. Aber okay. Nee, ich slidehoppe in die Richtung. Aber ich kann nicht mehr slidehoppen. Habt ihr gesehen, wie ich den Typen hinter mir einfach ignoriert habe? Und dann trotzdem sterbe. Okay, ich lasse es sein mit dieser Waffe. Okay, das ist echt... Was gibt's denn noch? Es gibt inzwischen eine Menge Klassen. Shotgun habe ich halt ein paar Mal gespielt. Jetzt bin ich ein Shotgun-Noob. Weil das Schöne am Shotgun-Noob sein war der Move. Oh, das war mal so schön, wenn du im Nahkampf mit jemandem warst. Oh, und dann verkackt man's. Oh Gott. Und dann verkackt man's. Okay, das muss ich auch noch lernen. Aber das war mal schön. Weil die Leute kamen nicht drauf klar. Oh, die Shotgun macht auf diese Distanz fast gar keinen Schaden mehr. Wurde sie etwa genervt? Das ist ein Gegner, den hätte ich mit der Sniper jetzt so easy wegholen können. Aber mit der Shotgun halt nicht, ne? Aber ja, okay, wenn ich diesen mache, macht's immer noch One-Shot-Headshot und so. Dann ist es okay, die Shotgun ist immer noch OP. Ich darf sie einfach nur nicht mehr im Fernkampf einsetzen. Bin auch wahrscheinlich ein bisschen zu sehr Battlefield gewöhnt. In Battlefield konnte man Shotguns dann doch immer noch ganz gut im Fernkampf einsetzen.
Ich habe keinen Hit getroffen, weil ich so dumm war und gescoped habe. Warum scope ich mit einer Shotgun, ich Idiot? In Battlefield macht es halt Sinn, mit der Shotgun zu scopen. Deswegen habe ich das auch noch immer drin. Ich habe zu viel Battlefield früher gespielt. Weil das muss ich mir abgewöhnen. Battlefield schlecht. Und mal einfach nur an die Leute rankommen und denen einfach die Headshots drücken. Und nicht scopen. Hör auf zu scopen, Conny. Hör einfach auf zu scopen. Sei einfach ein Shotgun-Noob, der No-Scope-Headshots drückt. Einfach warten, bis du nah genug dran bist. Durch Slide-Hoppen ist es ja noch overpowerter. Und dann machst du dir Gegner einfach weg. Hier einfach lang Slide-Hoppen. Wenn jemand um die Ecke kommt, ist er tot. Oh, Defeat. Na gut, niemand kam um die Ecke. Schade. Aber Leute, ich würde sagen, ich habe jetzt auch genug Crunker gespielt. Meine erste Runde mit einer positiven KD. Ich musste den Shotgun-Noob spielen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Crunker-Videos, mehr Roblox-Videos, mehr von was auch immer. Schreibt mir in die Kommentare. Das war's und ciao!